Jeremy ist dabei, der guten Cassiopeia jetzt gleich Töpfchenhilfe zu geben. Gleich, also... Er sollte es eigentlich tun, aber er muss eigentlich wieder zur Arbeit. Aber er gibt vorher noch diese Töpfchenhilfe. Das können wir uns jetzt noch leisten. Und erstmal herzlich willkommen zurück bei Die Sims 4 mit der Familie Jensen, die ich gerade nicht sehe. Ich habe jetzt auch beschlossen... So, wir gucken mal der Töpfchenhilfe zu. Ich habe beschlossen... Ach, Cassiopeia stinkt schon wieder. Dass wir alles unwichtige, also die Nacht immer rausschneiden. Oder dass ich die Nacht rausschneiden werde, es sei denn, es passiert was Krasses. Denn die Nacht war halt bisher immer wirklich richtig langweilig und da passiert halt irgendwie nicht viel. Jeremy, du machst Spaß, ich hoffe doch. Denn du musst jetzt durch. Levelaufstieg in der Erziehungsfähigkeit. Und Ophelia ist nach Hause gekommen. Wir bleiben diesmal bei ihr. Oh Gott, ihr geht's schlecht. Okay, dir geht's richtig schlecht. Erstmal ab vom Fernseher. Alles, was man macht, wenn man nach Hause kommt, ist erstmal Fernsehen. Es tut mir leid. Ich werde mit ihr jetzt ein bisschen schreiben, dadurch, dass wir jetzt hier einfach bleiben zu Hause. Und was ist hier los? Warum kann ich es nicht verkaufen? Ach so, fühlt sich zu unwohl. Aber ansonsten, mega Verkauf. Ach, vor der... Ach Mist. Okay, machen wir gleich. Wir können dann hier ein Arrangement gleich anfertigen. Mal gucken. Oh, und damit ein bisschen Geld verdienen. Und dann wird sie noch Schreiben ernten. Hm? Wir werden Schreiben ernten. Jeremy, wie weit bist du jetzt? Geht es los? Hat sie es gleich geschafft? Oh Gott, er kommt zu spät zur Arbeit. Das ist ganz schlecht. Connor in die Schule. Wir schicken ihn erstmal alleine los. Wir können ihn morgen mit in die Schule begleiten. Und heute machen wir aber erstmal Ophelia Kram und Cassiopeia. Oh, Level 2 der Töpfchenfähigkeit. Sehr schön. Jeremy, kannst du jetzt gleich gehen? Zur Arbeit gehen. Weil er schwänzt gerade und ich glaube, das geht hier so richtig runter, wenn er noch weiter schwänzt. Und ich hätte es schon ganz gerne so weit wie möglich oben. So, Ophelia, guckst du fern? Du guckst fern, sehr gut. Die Musik ist jetzt doch ein bisschen laut. Ich stelle die mal wieder auf Mittel. Lautstärke ändern auf Mittel, weil die war dann doch im Let's Play ein bisschen laut und wir spielen halt die Nacht jetzt mal vor und ich versuche jetzt ein Part einen Tag rauszubringen, ungefähr. Er geht zur Arbeit, wunderbar. Ophelia. Okay, dein Spaß, es ist nicht so schön tatsächlich. Sie hat unheimlich Hunger. Gibt's was im Kühlschrank für sie? Das wäre ja ein Träumchen. Es gibt einen leeren Teller. Das ist, wow, okay. Um Essen bitten. Ah, der Herd ist immer noch so scheiße. Okay. Okay, du machst als allererstes... Gibst deinem Kind was zu essen. Und zwar... Was ist nahrreich? Gibst mal Erbsen. Das geht. Am besten jetzt, weil das ist gerade irgendwie scheinbar ein richtig großes Problem. Und dein Spaß ist auch wieder in Ordnung. Du hast selber Hunger. Du kannst dann gleich auch was kochen. Der Hund nervt mich gerade ein bisschen. Cassiopeia braucht Essen. Ich räume in der Zeit hier auf. Ich denke, das ist ein Deal. Damit entlaste ich Ophelia auch ein bisschen. Ist der Mülleimer voll oder was los? Was ist denn mit dem Mülleimer? Nö, ist nicht voll. Warum kann ich dann... So. Kind? Du isst jetzt Erbsen, mein Fräulein. Okay, dann hat sie nämlich Hunger und dann können wir sie gleich eigentlich auch noch mal duschen gleich. Vielleicht. Weil ich würde mit Ophelia dann gerne ernten. Nee, erstmal muss ich sie hier, ne? Da schicken. Und dann können wir mal gucken, was wir hier draußen ernten können. Immer noch nichts. Ophelia fühlt sich zu unwohl. Wer klingelt? Essensschlacht! Connor hat in der Cafeteria eine Lebensmittelschlacht angezettelt, bei der fast alle anderen Schüler mitgemacht haben. Wir putzen immer noch. Mensch, Connor, was soll das? Tja, mein Kind ist halt zum Anführer geworden. Er sollte beim Aufräumen helfen. Also das Erste, naja, nein. Er sollte beim Aufräumen helfen. Du bist eine gute Mutter. Verantwortung steigt, emotionale Kontrolle sinkt. Wobei Verantwortung... Ist bei Connor eigentlich schon richtig oben. Ja, okay. Wir müssen was anderes hochbekommen. Wir müssen erstmal Freundschaften schließen mit Connor natürlich. Er arbeitet fleißig. Ich würde schon sagen, hart. Und du gehst unter die Dusche, habe ich das Gefühl. Ja. Und dann kannst du mal versuchen, irgendwas zu kochen.
Das kannst du erstmal machen, verdorbenes Essen. Wobei ich eigentlich nur einen leeren Teller gesehen habe und kein verdorbenes Essen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir ein Frühstück servieren können. Ein Obstsalat geht nur. Ja, warum spiele ich jetzt schon wieder die Jensens? Ich dachte mir so, ich bin nächste Woche und übernächste Woche nicht da und kann nicht aufnehmen und sonstiges tun. Und die Marses Erntefest beginnt morgen. Oh mein Gott. Die Marses dauern noch ein bisschen in der Vorbereitung tatsächlich. Daher... Hat die noch Hunger? Nein. Daher muss ich da einfach mal ein bisschen Priorität setzen und tu einfach jetzt erstmal ein bisschen die Jensens spielen, damit ihr wenigstens die Woche ein bisschen was zu gucken habt. Wenn schon nicht viel. So, meine Kleine, du musst ganz dringend geduscht werden. Ich würde sagen, das kann Mama machen. Bad deine Tochter mal im Bad und dann ist ja auch schon fast die Zeit wieder rum. Man sollte sich wirklich mal um diese Bedürfnisse kümmern. Das ist ganz grausam. Man kann nichts machen. Vor allem mit Kleinkind halt nicht. Du kochst erstmal, habe ich das Gefühl. Warum badest du dein Kind nicht? Die Leiste hier, dass die manchmal so abbrechen, obwohl ich nur was gesagt habe, ist manchmal ein bisschen blöd. So, okay. Wenn du nicht gebadet werden kannst, dann kannst du erstmal rutschen und klettern. Dann lernst du da wenigstens noch ein bisschen was. Willkommen in der Nachbarschaft. Hallo. Justin Delgato und wer bist du? Supriya Delgato. Supriya ist auch ein sehr krasser Name. Aber mit euch wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Wir haben unseren Freundeskreis und da kommt niemand so leicht rein. Deswegen könnt ihr auch wieder gehen. Oh, das Haus wirft so einen richtig coolen Schatten. Guckt euch das an. So, Kleine. Ich merke schon, es wird holprig. Wie wäre es, wenn du... dich gleich mal versuchst im Rutschen. Da bist du. Oh, ich liebe die kleinen Kinder in Sims. Die sind so knuffig. Knuffig. Ja, und du machst eine ganz grüne Stinkwolke hinter dir her. Wir müssen dich dann ganz dringend baden. Oh, süß. Hinsetzen. Oh, süß. Ah, das ist so knuffig. Ich liebe kleine Kinder. Sehr interessant. Gut, du machst dann schön... Ophelia, wie sieht's bei dir aus? Man müsste eigentlich wirklich mal mit ihr... Okay. Hunger geht langsam hoch. Es sieht hier aus. Haushalt machen ist nicht so einfach, ne? Gut. Können wir jetzt... Fühlst du dich jetzt immer noch zu unwohl? Mega-Verkauf geht leider nicht. Stechpalm ernten. Ernte mal die Stechpalm. Dann erntest du noch mehr Stechpalmen. Und die Chrysanthemen kannst du auch mal ernten. Dann können wir nämlich irgendwie versuchen, was zusammen zu klöppeln. Mit diesem Blumenbind-Ding. Mal sehen, ob man da ein bisschen mehr Geld rausbekommt. Oh, Cassiopeia da hinten am Rutschen. Voll süß. Das sah jetzt nicht so gekonnt aus, aber hey. Du erntest, welche Gartenfähigkeitslevel-Ding hast du jetzt eigentlich? Da sind deine Fähigkeiten. Immer noch Level 1, aber es wird langsam. Kochen wird auch langsam. Das ist gut. Hast du jetzt eigentlich aufgegessen? Nein, hast du nicht. Das kannst du gleich machen. Obstsalat essen, so. Ich hasse es, wenn die Sims nicht aufessen. Hast du dann jetzt... Du hast geerntet, sehr gut. Und hier können wir dann vielleicht irgendwie ein Arrangement anfertigen. Mit weißen Chrysanthemen. Man könnte auch die machen. Sommermorgen. Dann ernten wir nochmal ein paar Chrysanthemen. Nochmal alles ernten. Vielleicht erntet sie dann wirklich alles, was erntbar ist. Und nicht nur so ein Kleckerbetrag. So, Jeremy, dir ging's gerade gut. Jetzt geht's dir nur noch okay. Du hast Hunger. Oh. Hallo, ich wende mich im Namen der Fit wie ein Turnschuh AG an dich. Wir möchten dir ein kostenloses Muster unserer neuesten Produkts, den Hits-Ohrhörern, schenken. Wenn du mehr davon kaufen möchtest, kannst du deine Bestellung online am Computer abschließen. Wir stellen auch ein vertikales Laufband zum Klettern her und bieten Videos auf deinem Fernseher an. Doch, halte dich fit. Klar, gerne. Cool, kostenlose Ohrhörer. Kein Ding. Eigentlich ziemlich gut. So, Mami, hast du aufgegessen? Isst mal bitte etwas schneller. Warum essen die so langsam? Die wollte ich eigentlich auch mit einem Mod fixen, aber ich dachte mir dann so, so viele Mods kann doch kein Mensch und kein Spiel ertragen. Daher dachte ich mir so, nein. Warum erntest du jetzt nicht? Geht's dir wieder zu schlecht? Ja, du gehst zu schlecht, dann geh doch duschen. Okay. Geh duschen.
Dann geht's dir gleich auch wieder viel besser, hoffe ich. Und da geht jemand Gassi mit seinem Hund. Es ist... Moment, wer bist du da hinten? Clay Andrews! Mensch, Clay! Ey, das ist ja mal eine interessante Überraschung, dass du bei uns vorbeikommst. Cool. Dann haben wir halt, dann damit wissen wir, der arbeitet gerade nicht. Da, da, da. Singst du ein Lied für mich? Du stinkst immer noch. Wir müssen sie baden. Und mit Ophelia passiert irgendwie auch nicht viel, da habe ich das Gefühl. Es ist am Anfang von so einem Let's Play, wenn man niemanden kennt und so. Das ist halt alles noch ein bisschen grrr. So ungefähr. Okay. Und vor allem in so einer Familie, wo halt jeder arbeiten muss und irgendwie alles machen muss, ist halt am Anfang nicht viel zu tun. Aber wenn wir da ein bisschen Geld haben, wird es besser, glaube ich. Und vor allem hat Jeremy ja auch morgen und übermorgen frei. Damit sind Bedürfnisse leichter zu erfüllen von den Kleinen. Und dann können wir auch mal ein bisschen rausgehen und ein bisschen was machen. Und vielleicht mit neuen Leuten treffen und so weiter. Hast du jetzt geduscht? Wunderbar, du fühlst dich aber immer noch unwohl. Was ist dein Problem? Vor kurzem gebissen. Ach so. Das ist ja echt nervig. So, dann ernte jetzt trotzdem alles. Da kann ich jetzt auch nichts für. Sie spielt dann noch mit der Rutsche. Ich hoffe, sie hat Spaß. Naja. Sie möchte Ophelia um ein Getränk bitten. Das machen wir jetzt nicht. Das können wir machen. Du erntest alles gut. Ja, dann erntet sie wirklich jeden Busch ab. Und dann können wir mal gucken, was wir daraus binden können und eventuell verkaufen können. Momentan noch nicht so viel, habe ich das Gefühl. Aber es wird noch. Wir probieren es einfach aus. So. Was war das hier? Diese Chrysanthemen. Habe ich eigentlich noch was anderes außer Stechpalmen und Chrysanthemen? Nein, ich habe das Gefühl, nein. Nö, habe ich nicht. Gut, hast du alles geerntet? Dann können wir ein Arrangement anfertigen. Kannst du mir ja alle mal zeigen. Okay, hier kriegen wir 60 Dollar für Sommermorgen. Mach mal einen Sommermorgen und dann können wir versuchen, das zu verkaufen. Tatsächlich, am Anfang denkt man sich so, warum macht die Garten? Das bringt dann nicht gar nicht so viel Geld ein. Es kann sehr viel Geld einbringen, tatsächlich. Ich hatte später wirklich viel Geld damit bekommen. Und wenn man das wirklich durchzieht, muss man auch nicht mehr viel mit dem Garten machen und man kriegt trotzdem Geld. Und das ist ein sehr schönes Nebenhobby, finde ich. Und sie macht da jetzt auch das da, was ihr irgendwie zusätzliches Geld noch mit einbringt, habe ich gehört. Im Trailer von Die Sims. Und ja, wir werden mal, gucken, was daraus wird. Hat die Blumenbindenfähigkeit erworben. Das ist kein schlechtes Ding eigentlich. Und danach kommt eigentlich schon Conrad fast wieder, aber du kannst danach mal schreiben. Schreiben, und zwar an deinem Buch weiterschreiben. Und für die Bücher kriegen wir anfangs eigentlich auch nicht so viel Geld, denn das werde ich werde warten, bis Level 5 der Schreibfähigkeit ist. Dann kann ich sie nämlich an Verlag verkaufen, das wusste ich damals auch nicht. Ansonsten kriegt man dann nämlich nur ein Mühgeld und das bringt einfach gar nichts. Und sie möchte duschen. Sie möchte immer noch duschen. Oh, das könnte Mama wirklich mal machen. Okay, du gehst erstmal schlafen und Papi kann es dann machen, wenn er nach Hause kommt. Er tut mir schon leid, ne? Dem geht's selbst nicht so gut und dann muss er auch noch das machen. Wie sieht's wenigstens jetzt mit deiner Arbeit? Leistung, naja. Ist nicht so der Renner. Wir müssen da mal mitgehen und dann wird es auch besser. Connor muss dann auch zu diesem Schwimmclub, habe ich das Gefühl. Ja, ist Mittwoch. Und bevor er das macht, kann er einfach mal Hausaufgaben kurz machen. Weil was anderes kann ich dem jetzt gar nicht geben. Es sei denn, ich könnte ihm... Nee, Spaß braucht er. Ich hoffe, der kriegt im Schwimmclub Spaß. Wenn nicht, wäre das ein bisschen blöd. Er hat 184 Simoleons mitgebracht. Ist es wenigstens... Naja, gut, immer noch. Gut, wenn es bei dir gut ist, dann kannst du sie jetzt baden. Im Schaumbad. Und wir verschieben die Schlafidee nochmal nach hinten raus. Ophelia. Du bindest noch deine Blumen. Das dauert aber echt eine Weile. Aber es sieht schön aus. Man könnte sich das direkt eigentlich auch ins auf dem Küchentisch stellen. Ne? Das sieht richtig schön aus eigentlich. Aber das können wir jetzt natürlich nicht machen. Wir brauchen Geld. Blumenarrangement unfertig. Aber sie ist gleich fertig. Er geht sie baden. Das ist super. Weil er soll sich eh mit ihr sehr gut verstehen. Hast du jetzt das Blumenarrangement immer noch nicht fertig? Dann dauert das noch ein bisschen. Was ist das hier? Kinder fortsetzen. Okay. Wir haben es fertig. Das ist schlecht. Okay.
schlecht, ist nicht so gut. Man kriegt nur 45 Dollar dafür. Ich dachte 60. Okay, dann nicht. Dann verkaufen wir jetzt erstmal die ganzen Blumen so. Wenn man dafür nicht so viel mehr kriegt, ist es einfach nur Zeitverschwendung zur Zeit. Wir können das ja mal in Ruhe üben, wenn wir dann ein bisschen mehr Geld haben tatsächlich. Aber momentan... Du musst bei deiner Arbeit sein, deswegen lassen wir Hausaufgaben jetzt einfach mal ausfallen. Und du hast Probleme mit deinem Spaß und deiner Blase und allem anderen, deswegen spülen, okay. Kümmern wir uns mal um deine Bedürfnisse so hier und du hast eigentlich nur das Energieproblem, aber das geht alles noch, ist noch im grünen Bereich und Spaß brauchen wir auch noch, okay. Etwas von ausgezeichneter Qualität herstellen, das machen wir irgendwann mal. Wie gesagt, dauert noch eine Weile. Wir brauchen dringend eine Putzfrau. Connor ist zur Arbeit. Sehr schön, dass der zur Arbeit ist. Und er knüpft Kontakte. Priya hat Hunger. Priya, nicht Priya. Ja, dann kann die jetzt gleich essen kommen. Priya, hier, essen. Und du hast bestimmt auch Hunger. Es gab nämlich lange nichts mehr hier. Deswegen nicht erkunden, sondern essen. Kind geht ins Bett. Ja, sehr gut. Ist eigentlich eine ziemlich schlechte Idee. Kannst du schon... Na, du kannst sowieso nicht auf das Töpfchen. Doch, du kannst aufs Töpfchen gehen. Dann geh aufs Töpfchen. Wenn du das schon kannst, ist das eine super Sache. Dann kann Papa jetzt danach gleich... Obwohl, das kann Mami machen. Papi hat gerade viel gemacht. Er war arbeiten, alles Mögliche. Also, das müssen wir jetzt erstmal nicht ihm zumuten. Ophelia schreibt... Conrad Elsa auf der Arbeit getroffen. Das finde ich ein bisschen blöd, weil ich würde gerne mal die Kids treffen, die ich erstellt habe. Liam hat er getroffen. Liam Wayne, sehr schön. Ich werde die anderen auch noch gerne treffen wollen und dann würde ich mich mit denen ein bisschen mehr anfreunden, die ich kenne. Och nö, please. Scheiße. Ah, verdammt. Verdammte Axt. Tut mir leid. Tut mir leid, Jeremy, du bist dran. Und danach kannst du dir aber deinen redlich verdienten Feierabend mit einem Film gönnen. Es tut mir leid, Jeremy. Mami muss noch arbeiten, tatsächlich. Und dein Spaß leidet und dein Sozialleben auch irgendwie. Okay. Conrad Liam auf der Schule kennengelernt. Ja, das ist ja unser Liam eigentlich. Haben wir den nicht gerade schon hier gesehen? Es gibt zwei Liams. Liam Wayne und Liam Wayne. Okay, das ist der alte Liam tatsächlich. Das ist der neue Liam. Mal gucken, ob ich die anderen vielleicht die alten löschen kann. Dann müssen wir mal gucken, ob das geht. Okay. Du musst danach direkt ins Bett. Obwohl ich eigentlich gerne noch das, will, dass du deine Hausaufgaben machst. Deswegen... Ich hoffe, das Schwimmtraining bringt dir wenigstens... Es bringt ihm Spaß. Sehr gut. Okay, dann füllt sich wenigstens das auf. Und er kann während des Schwimmens auch direkt pullern gehen. Alles gut. Hast du jetzt mal langsam dein Buch zu Ende? Und wie sieht es mit deiner Schreibfähigkeit eigentlich aus? Wird das langsam was? Oder ist es immer noch hier vollkommen... Okay, wenigstens gleich Level 2. Wenn es dann einmal geht, geht's auch. Aber es dauert, bis es anläuft, ne? Hast du das Klo repariert? Du hast das Klo repariert. Ich bin begeistert. Und fühlt sich unwohl, weil alles vermüllt ist. Das kann ich mir voll vorstellen. Das Haus ist ein einziges Chaos. So viel zu tun und niemand hat Arbeit. Und irgendwie läuft das Spiel schwieriger an, als es dann später ist, ne? Das Spiel läuft immer richtig schwer an. Okay, hast du dein Buch fertig? Nein, hast du nicht. Es dauert. Das Buch dauert tatsächlich. Aber die Bedürfnisse sehen ja alle noch ganz gut aus. Also können wir das bisher noch so machen. Sein Spaß geht hoch, sie schläft, alles gut. Dann können wir jetzt mal ein bisschen vorspulen und der Tag ist auch schon fast wieder vorbei. Ist nichts passiert. Aber wir können morgen ja ein bisschen länger, also können ja morgen... Moment. Jeremy, was los? Ich habe von der Förderung gehört. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde, wir sollten das mit einem Abendessen im Restaurant, Yachtrestaurant feiern. Was meinst du? Yep, definitiv. Dein Schlaf tut mir jetzt ein bisschen leid, Jeremy. Aber wir müssen auch mal was anderes hier machen, außer ständig irgendwie so, ja, wir sind mal zu Hause und, nee, das ist langweilig. Wir machen jetzt einfach mal im Yachtrestaurant in Essen und ich hoffe, das Yachtrestaurant ist cool und nicht buggy, weil ich hatte damals das Problem mit einem Simfans Restaurant, dass das buggy war und nicht funktioniert hat. Also hoffentlich passiert das, nicht hier. Das fände ich nicht so gut. Aber ich gebe auch dem Yachtrestaurant eine Chance. Wenn es denn mal lädt. Es dauert immer ein bisschen. Aber wenn man dann einmal drin ist, ruckelt es eigentlich nicht so wie Sims 3. Das ist ja immer so... Ja,
Und es, ich weiß, dass ihr lieber die Mars sehen wollt, aber ich denke, vielleicht kommt noch diese Woche das Hausbau-Video von dem Mars. Ich gebe mir Mühe. Alles klar. Ich höre schon die Musik, das heißt, es geht gleich los. Oder das Spiel verarscht mich. Es verarscht mich auch sehr gerne. Tatsächlich. Ich kann seltene Sammelobjekte finden, das ist cool. Das Weltall erkunden machen wir auch irgendwann mal. Aber das wird noch dauern, weil diese Rakete und so, das wird schwierig. Ich habe das noch nie gemacht und ich bin voll der Sims-Anfänger eigentlich. Alle denken immer so voll, ich bin der Profi und dann kommt dann so, mach das mit den Sims und mach das mit den Sims. Und ich denke so, okay, das geht überhaupt, wow. Ja, für jede Karriere gibt es eine ideale Emotion, das ist ja cool. Das weiß ich eigentlich schon. Die Tipps bringen mir nichts. Kannst du mir mal Tipps geben, die cool sind, die ich auch, mit denen ich was anfangen kann? Die Musik hat mich verarscht, das finde ich nicht nett, nein. Ich werde überlegen, ob ich diese Ladebildschirme jetzt eigentlich auch rausschneiden soll. Gut, jetzt brauche ich das nicht mehr rausschneiden, aber an sich könnte man das ja machen. Gut, wir sind hier im Yachtrestaurant. Ich war tatsächlich noch nie mit jemandem zusammen essen, also mit jemandem Fremden. Daher muss ich erstmal meinen Ohrstöpsel wieder reinstecken, ohne dass mein Haar drin klebt. Und daher muss ich kurz Pause machen. Daher muss ich mal gucken, wie das überhaupt geht. Also hier kann ich einen Tisch ordern. Ich hoffe, dass Clay dann auch mitkommt, ne? Geh mal hin. Ist das Jeremy? Das sollte Jeremy sein. Ist das Norman schon wieder? Nee, das ist Willy Pauls. Ich dachte, das ist schon wieder Norman Prescott. Das hätte mir jetzt ein bisschen Angst gemacht. Ganz leicht. Er hat morgen eh frei. Das heißt, er darf länger aufbleiben und er hat Hunger. Das passt eigentlich ganz gut. Ich dachte, seine Energie ist unten. Was hat er gemacht? Was hier passiert? Man weiß es nicht. Ist es Mia? Ich wollte gerade sagen, Mia ist ja auch überall. Connor ist nach Hause gekommen. Moment, aber Connor hat morgen Schule. Deswegen sollte er sich, ja, um sich kümmern. Du... kannst nicht viel... Nein, das wollte ich nicht. Um sich kümmern, genau. Der Kontakt knüpfen mit... Ach, das geht. Guck mal an. Prudence! Oh, wir haben Prudence kennengelernt. Muss sein. Sorry, muss sein. Und sie schläft. Okay, das ist alles ganz gut. Und dann können wir wieder mit Jeremy spielen. Und schauen uns hier das bei Nacht an.